Wie viel Selbstzweifel sind eigentlich normal? Ich schreibe mit so vielen Frauen täglich, habe auch viele Frauen im Gespräch oder auch in Coachings und immer wieder kommt es zu diesem Thema Selbstzweifel. Und ganz viele Frauen behaupten von sich oder sagen, dass sie glauben, dass Selbstzweifel absolut normal sind. Und häufig höre ich dann auch immer sowas wie, ja, aber es ist doch normal, dass man sich nicht gut findet oder dass man seinen Körper nicht mag oder dass man an sich selber auch mal zweifelt und denkt, dass man es nicht schafft. Und es ist doch total normal, dass man sich selber nicht immer akzeptiert oder lieben kann und so weiter und so fort. Wo ist die Grenze? Was ist eigentlich normal und was ist nicht normal? Also natürlich gibt es Selbstzweifel in verschiedenen Ausprägungen. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich Ziel im Leben, möglichst wenig Zweifel an sich selbst zu haben. Und zwar so gering, wie es eben nur geht. Vor allem, wenn es wirklich um dieses Thema Liebe und Partnerschaft geht. Denn wenn du Selbstzweifel hast, wirst du es einfach massiv schwieriger beim Dating haben oder auch in einer Beziehung. Ganz viele sagen auch immer sowas wie, ja, aber ich kenne keine Frau, die ihren Körper nicht kritisiert oder die ihren Körper voll und ganz mag. Ich mag meinen Körper voll und ganz und Frauen, die aus meinem Coaching rausgehen, mögen ihren Körper auch voll und ganz. Vorher mochten sie den auch nicht. Also man sieht, es ist nicht normal zu glauben, mein Körper ist nicht gut, ich bin nicht gut. Denn das ist etwas, was dich dann hinterher in der Liebe auch echt einholen kann, weil dann bist du nämlich beleidigt, wenn der Partner dir mal kein Kompliment macht oder du kannst Komplimente nicht annehmen und so weiter. Und das kann immer wieder in Beziehungen zu Konflikten führen, zu Streitereien führen, zu Eifersucht führen. Und auch Eifersucht ist etwas, was nicht normal ist. Es ist nicht normal, in einer Partnerschaft eifersüchtig zu sein auf andere Frauen, obwohl der Partner nicht wirklich etwas Schlimmes tut. Es ist nicht normal. Es zeigt einfach, dass du extreme Zweifel an dir hast und daher auch Angst hast, dass der Partner dich jederzeit verlassen könnte für eine andere Frau. Und ich sage dir, ab welchem Moment man seine Selbstzweifel bearbeiten müsste. Ab dann, wenn sie dich einfach sabotieren. Wenn du merkst, dass du so wie du bist, nicht glücklich bist und auch nicht vorankommst im Leben. Entweder läuft deine Partnerschaft schlecht durch deine Gefühlsausbrüche, durch deine Eifersucht, durch deine ständigen Vergleiche, dann ist es auf jeden Fall an der Zeit, an deinen Selbstzweifeln zu arbeiten. Oder im Dating, wenn du merkst, dass du schon Angst hast, gewisse Männer zu matchen, wenn du Angst hast vor einem Date, wenn du sehr stark am Grübeln bist und immer wieder darüber nachdenkst, was du falsch machen könntest oder was dir fehlt oder was du besser machen müsstest und so weiter. Auch ab diesem Zeitpunkt müsstest du merken, okay, meine Selbstzweifel beeinträchtigen mich so stark, dass ich nicht mehr leicht und fröhlich in meiner Beziehung sein kann oder auch beim Daten total sabotiert und beklemmt bin. Also auch da würdest du eigentlich spätestens merken müssen, hier muss ich was ändern. Und wie zeigen sich Selbstzweifel auch? Natürlich auch daran, wenn man beispielsweise immer neidisch ist auf andere Frauen und sagt, ach wow, guck dir mal die da an, wie toll und was die da anhat, das würde ich auch gerne anhaben und weiß ich was. Immer wenn man dann so quasi sich selber viel schlechter sieht als andere um sich herum und sich selber vielleicht auch gar nicht traut, gewisse Dinge zu machen. Vielleicht traust du dich gar nicht, ein schönes Sommerkleid anzuziehen oder vielleicht denkst du jetzt, oh mein Gott, den Blazer, den die anhat, den würde ich ja niemals anziehen. Warum nicht? Warum nicht? Was hält dich davon ab? Warum glaubst du, bist du nicht der Typ dafür? Warum glaubst du, müsstest irgendwie mit einer labbrigen Jeans und einem T-Shirt nur rumrennen dürfen und andere dürfen rumlaufen, wie sie wollen oder können rumlaufen, wie sie wollen? Du gibst dir doch selber deine Grenzen und du entscheidest selber, wie du dich findest und was du trägst, was du nicht trägst, wie selbstbewusst du auftreten möchtest oder eben halt auch nicht. Und ich möchte hier einfach nur sagen, dass es nicht normal ist, wenn man immer selbstkritisch zu sich ist, wenn man sich beleidigt, wenn man sich in den Spiegel anschaut und sagt, boah, wie scheiße sehe ich denn heute wieder aus? Oh mein Gott, meine Haare, einfach schrecklich, ich hasse mich, mein Bauch und sich selber dann wirklich also sich ekelt vor sich selber, das ist nicht normal. Und das schönste Gefühl auf dieser Welt, was man haben kann, ist, wenn man im Frieden mit sich selber ist. Punkt aus Ende. So ist es. Wenn du im Frieden mit dir und deinem Körper bist, und wenn du im Frieden mit dir und deinem Charakter bist, mit deinen Facetten, mit all deinen Stärken und Schwächen. Denn ganz häufig ist es so, dass man seine eigenen Schwächen, auch die Frauen, die dann bei mir sind, total hasst.
ich hasse es an mir, dass ich XY bin. Warum bin ich so? Man verurteilt sich. Und auch das gibt wieder Selbstzweifel. Und ich sage dir, es gibt nichts Schöneres, als einfach jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Es gibt eine immense Leichtigkeit, nicht nur für dich selbst, sondern auch in einer Partnerschaft oder in einem Datingprozess. Auch dein Gegenüber wird spüren, wie im Einklang du mit dir selber bist. Vertrau mir, denn auch du spürst doch, ob Menschen selbstbewusst sind oder nicht selbstbewusst sind, ob sie sich akzeptieren oder nicht akzeptieren. Sowas spürt man doch, sowas sieht man auch an der Körperhaltung, an der Sprache und so weiter und so fort. Also das schlägt Wellen und du musst in dir anfangen. Denn es reicht nicht, wenn du nur an der Oberfläche versuchst rumzukratzen und dann versuchst, einen neuen Haarschnitt zu machen, eine neue Haarfarbe zu machen, vielleicht doch mal ein neues Outfit wagst, ne? Anstatt dann ein T-Shirt, kommt auf einmal ein T-Shirt mit Print, wow. So wirst du niemals deine Selbstzweifel los und auch nicht, so baust du auch nicht Selbstliebe auf, sondern du musst es im Innen spüren und du musst dir selber Komplimente geben können, damit auch andere dir Komplimente machen, die du dann endlich mal wirklich dankend annehmen kannst. Und nicht immer das Gefühl hast, okay, das war jetzt irgendwie nur aus Joke. Oder der Mann hat mich jetzt einfach nur aus Höflichkeit angesprochen. Hör auf, weil genau mit diesen Gedanken wirst du niemals rauskommen aus diesen Selbstzweifeln. Und ich habe dir schon gerade gesagt, wie Selbstzweifel, was die für Auswirkungen haben, auch in der Beziehung und so weiter. Und das ist auch bei ganz vielen Frauen eine große Baustelle, die bearbeitet werden muss, damit sie in eine glückliche und zufriedene Partnerschaft auf Augenhöhe kommen können. Also selbst wenn du mit deinen Selbstzweifeln in eine Partnerschaft kommst, irgendwie, dann bist du da mit diesen Selbstzweifeln trotzdem konfrontiert. Und es gibt nichts Schöneres, als in einer Partnerschaft zu sein, wo man keine Eifersucht hat, wo man vertrauen kann, wo man sich geborgen fühlt, nicht nur in sich selbst, sondern auch in der Partnerschaft. Und wo man einfach nur glücklich sein kann und diese Partnerschaft genießen kann, ohne dieses gesamte Drumherum. Verlässt er mich? Hat er jetzt eine andere? Wer ist seine Arbeitskollegin? Diese ganzen ekelhaften Gedanken, die doch einfach die Liebe am Ende wieder nur kaputt hauen. Also denke über meine Worte nach und ich sage dir, Selbstzweifel sind nicht normal. Du solltest dich selber lieben und akzeptieren und du musst selber zugeben, wie stark deine Selbstzweifel wirklich sind. Das musst du für dich selbst entscheiden. Aber ich würde mir für jede Frau wünschen, dass sie gar keine hat. Dass sie einfach keine hat. Und dass sie jeden Tag glücklich ist mit sich selbst, in sich selbst. Und wenn du da auch hin möchtest, wenn du sagst, ja, ich möchte auch mehr an mich glauben, ich möchte auch mir selbst vertrauen, ich möchte mich wohlfühlen. Ich muss nicht denken von mir, ich bin die Geilste und die Tollste auf der ganzen Welt, aber ich will wenigstens glauben, ja, ich schaff's oder ja, ich bin gut oder ja, ich bin toll oder ja, man möchte bei mir bleiben. Ich kann für einen Mann die Einzige sein. Dann melde dich bei mir, wenn du dahin kommen möchtest, aber nicht weißt, wie. Und ich helfe dir wirklich sehr, sehr gerne. Schreib mir einfach dafür eine Nachricht auf Instagram, auf Facebook oder melde dich einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch an, wo wir beide miteinander dann schauen, ob und wie ich dir helfen kann und wie du schnellstmöglich dein Ziel erreichen kannst. Denn, wie gesagt, Selbstliebe ist ganz, ganz wichtig für den Bereich Liebe und dafür braucht man nun mal einen stabilen Selbstwert. Und den kannst du dir erarbeiten. Das ist kein Zufall. Also, ich freue mich, wenn ich von dir höre. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Deine Simone.